Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Wie ihr seht, haben wir heute mal nichts mit Planern, nichts mit Einkaufen. Wir machen heute ATCs. ATCs, das ist so eine, ja, eine Minikarte, kannst du sagen. Oder um es genau auszudrücken, hier links, oben links seht ihr die Masse, also die Größe, die die ATCs im Grunde haben. Also die kommen aus Amerika, deswegen sind die eigentlichen Größen 2,5 Zoll mal 3,5 Zoll. In Zentimetern sind das in etwa 6,4 mal 8,9 Zentimeter. Das ist halt nicht hundertprozentig die gleiche Größe, sondern so annähernd. Ich habe also aus Action-Aquarellpapier mir Rechtecke zugeschnitten in dieser Grundform von 6,4 mal 8,9 cm und habe dann mir mein EFCO-Stempelset rausgekramt, das ich schon seit Ewigkeiten besitze, aber noch nie benutzt habe, weil im Grunde sind das jetzt meine ersten bzw. meine zweiten ATCs. Da oben seht ihr auch den was das bedeutet. Das ist nämlich die Abkürzung für oh Mann. Artist Trading Card. Mein Gott, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe mir für meine zweite ATC-Serie vier Stempel ausgesucht. Und zwar sind das Tiermotive von Wiff of Joy. Wiff of Joy ist ein, ein österreichischer Stempelhersteller gewesen. Die gibt es ja nicht mehr, die haben ja zugemacht. Ich war früher sogar bei denen im Designteam und habe mir halt in den Jahren, in denen man die kaufen konnte, einige Stempel angesammelt. Ab und zu habe ich Glück und finde tatsächlich auch noch Exemplare, die mir fehlen, im Flohmarkt. Und ja, das sind so Sammelstücke für mich. Also ich arbeite gerne damit. Ich koloriere die auch total gerne. Wie schon bereits in meinem Gummistempel-Video erzählt, habe ich dann auch einige andere Hersteller. Und ja, ich habe das Ganze jetzt in Grand Espresso gestempelt. Und zwar ist das ein Mini-Stempelkissen von Alcave Inc. Ich habe den ersten Stempel montiert gehabt. Der war halt auf S-Mount montiert. Den konnte ich direkt stempeln. Musste mir aber natürlich die Schaumeinlage aus der Stempelhilfe rausholen. Die anderen drei Motive sind alle einfach bloße Gummis. Die sind nicht montiert. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit viel weniger damit gearbeitet. Und ich meine, es lohnt sich einfach nicht mehr. Mit der Stempelhilfe kann man wirklich saubere Abdrücke, sogar mit Gummis, die nicht montiert sind, hinbekommen. Und ja, deswegen habe ich es irgendwann eingestellt, jeden einzelnen Stempel, den ich besitze, auf S-Mount zu montieren, weil davon habe ich wirklich sehr viele. Auch hier ist natürlich Pflege sehr wichtig. Nach dem Abstempeln immer die Stempel reinigen. Dann habt ihr auch viel länger was von den Stempeln und die sind dann auch sauber und verfärben sich halt nicht. Also auf der Rückseite habe ich dann den Text bzw. den EFCO-Stempel gesetzt und auf der Vorderseite habe ich dann jetzt jeweils eins der Tierchen gestempelt. Und so sehen sie dann jetzt alle aus. Also ich muss auch vorher schon sagen, dieses Video ist sehr kolorationslastig, weil im Grunde sind die ATCs, wie ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt, sehr einfach gehalten. Das ist jetzt wirklich nur diese eine Papierschicht. Ich habe zuerst halt meine Distress-Reinker rausgekramt. Hier seht ihr meinen großen Wassertankpinsel aus dem Action-Set. Das benutze ich ja schon eine Weile und für die großen Flächen, wie jetzt im Hintergrund zum Beispiel, finde ich, ist der absolut ausreichend. Und ich habe halt mit Blau angefangen und mir quasi den Umriss oder den Hintergrund so ein bisschen eingefärbt, damit das Motiv halt richtig rauskommt und aber auch nicht verloren wirkt. Also es ist dann
Ich weiß nicht, also ich mag das ganz gerne. Das ist so wie ein bisschen ein Hauch von Farbe, was so ums Motiv herum rauskommt. An manchen Stellen ist das halt was heller, an manchen Stellen ist das was dunkler. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen künstlerisch. Also es ist nicht langweilig und ich meine, ich könnte das natürlich auch mit Aquarellfarben oder Aquarellstiften, mit anderen Medien natürlich genauso hinbekommen. Ich komme halt mit Aquarellpapier und den Distress-Reinkern zurzeit am besten klar, beziehungsweise es gefällt mir halt, wie ich damit das Ganze kolorieren kann. Also ich weiß nicht, irgendwie hat es mir angetan vor ein paar Jahren und seitdem komme ich davon nicht weg. Ab und zu kram ich doch schon meine Aquarellstifte raus, wie das letzte Mal mit der Koloration von einem Liegestempel. Da hatte ich halt das Problem, das Papier und Karteikarte. Das ist halt nicht so, ja, es kann nicht so viel Wasser ab wie jetzt zum Beispiel Aquarellpapier. Das Aquarellpapier vom Action ist zum Beispiel sehr weiß und ich habe ja noch welches von Gerstecker, was ich vorher immer benutzt habe. Das ist auch sogar von der Qualität her besser, aber es ist nicht weiß, es ist so ein bisschen cremefarben. Und ich muss sagen, ich habe einfach geguckt. In letzter Zeit habe ich gesehen, das Aquarellpapier vom Action ist immer vorrätig und ich habe mir dann halt zwei Blöcke gekauft. Einen lagere ich auf Vorrat für den Fall, dass ich dann irgendwann vielleicht auch den ersten Block leer kriege, dass ich dann was auf jeden Fall auf Lager da habe. Ich schneide halt damit meistens meine Kartenrohlinge, wenn ich die dann in einem etwas speziellen Format haben möchte, weil das Weiße mir halt gut gefällt. Es gibt auch jetzt einen Aquarellblock in Schwarz bei Action. Für Kartenrohlinge auch super geeignet. Man kann auch mit Metallicfarben da drauf super schön kolorieren oder keine Ahnung, embossen. Also, das ist schon ganz klasse und ich meine, der Preis ist auch nicht so viel. Das heißt, man kann sich das wirklich gut leisten. Hier seht ihr, ich habe mein Teelineal rausgeholt und markiere mir quasi die Stelle, wo bei mir der Rand ist, also wo der Horizont quasi anfängt, also Abteilung zwischen Boden und ja, Luft, beziehungsweise oben und unten. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das euch genau erklären kann. Beim ersten Tierchen zum Beispiel, bei der Giraffe, war das Motiv so groß, dass das halt auch nicht komplett auf die Größe drauf passte. Und es war jetzt egal, ob ich jetzt den Boden dazu male oder nicht, weil das Motiv ist quasi eh schon abgeschnitten. Bei der anderen dreien, man erkennt, dass sie irgendwo draufstehen müssten, also dass sie auch einen Boden brauchen. Und das mache ich mir halt meistens in der Form, dass ich mir dann wirklich eine Linie ziehe, wo ich dann denke, da möchte ich meinen Horizont haben, da möchte ich die Trennung zwischen Boden und Luft haben. Und dann koloriere ich dann dementsprechend den oberen Teil, wie jetzt hier mit Blau. Und der untere Teil wird halt, ja, Boden, entweder in Grün oder Braun, Schwarz, je nachdem, was für einen Boden ihr haben wollt, dann abgesetzt. Hier ist auch schon das vierte Motiv, die Eule. Also zuerst habe ich angefangen mit, ja, ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin, nehme ich eine Farbe und arbeite mich halt durch die Motive durch. Das wird sich irgendwann dann ändern, weil ich irgendwie die Geduld nicht hatte, ständig zu wechseln, weil auch nicht jedes Tierchen bekommt die gleichen Farben. Also habe ich das dann irgendwann geändert. Die Eule wird auch das Motiv sein, was ich zum Teil auch außerhalb der Kamera koloriert habe. Ich muss auch sagen, mir lief die Zeit davon. Also ich musste mich beeilen. Ich war relativ spät dran. Denn diese ATCs sind für eine Challenge entstanden. Stamps plus Fun gleich Creativity. Das ist eine Challenge für alle zum Mitmachen, die das Thema Stempeln zum Beispiel umsetzen. Wir haben einen Online-Blog. Ihr könnt über meinen Blog drüber gehen und ihr werdet auf jeden Fall auch die ATCs da finden mit der Verlinkung zu der Challenge. Ich werde die Challenge aber auch hier unten in der Infobox für euch verlinken. Da seht ihr halt noch mehr Inspiration vom Design-Team und auch vielleicht auch inzwischen auch schon Teilnehmer, die bei unserer Challenge sich angemeldet haben. Das heißt,
inspirieren euch. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Challenge und ihr könnt da gerne mitmachen und eure Sachen verlinken. Das heißt, wir können dann auf euren Blog drauf gehen und sehen, was ihr Schönes gestaltet habt oder auf euren Instagram-Post oder was auch immer. So kann man sich ein bisschen austauschen, sich gegenseitig inspirieren. Und ich finde es immer sehr interessant, was andere zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Farbe, wie jetzt zum Beispiel zum Thema ATC. Wie gesagt, für mich ist das eigentlich neu. Ich meine, ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe auch schon einige Werke von anderen Designern gesehen, beziehungsweise von anderen Bastlern. Und ich muss sagen, was mich am meisten bei dieser Art was mich an den ATCs am meisten stört, ist die Größe. ich bastle normalerweise tatsächlich mehr in großen Formaten. Hier wechseln wir übrigens zu der Farbe Rosa. Das heißt, jetzt bekommt jedes Tierchen auch rosa Wangen. Und je nachdem auch sonstige Elemente, die ich mit Rosa hier, wie zum Beispiel die Schleife, hervorhebe. Ich versuche die Serie ja ein bisschen quasi aufeinander abzustimmen, dass sie irgendwie auch zusammenpasst. Deswegen gleiche Farbtöne, sofern es möglich ist. Also zurück zu den Karten. Normalerweise bastle ich ja wirklich im großen Format. Und da ist es halt schwierig, sich auf einmal von einer 15x15 Karte zum Beispiel auf so ein Format 6,4x8,9 zu reduzieren. Ich mag meine Fläche, ich mag das Ganze irgendwie zu gestalten. Da gehen mir mehr Ideen bei, also da entstehen mehr Ideen in meinem Kopf und ich kann das besser umsetzen als dieses Format. Aber es ist eine Herausforderung gewesen, es ist was Neues. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir probieren es einfach. Bei der Giraffe habe ich übrigens jetzt zum Beispiel mit Gelb angefangen. Das ist mein hellster Ton und das wird auch mit der Zeit ins Orange übergehen. Das heißt, ich werde mit Orange das Ganze schattieren. Nur ich wollte nicht sofort mit so krassen Farben anfangen und habe dann erstmal mit Gelb meinen Grundton gelegt. Das Gute bei den Distress-Reinkern oder Aquarellfarben, man kann die übereinander legen, man kann mehrere Schichten drüber gehen und so die Farbe intensivieren oder halt verändern. Die Flecken habe ich in Braun ausgemalt. Und wie ihr seht, es ist noch alles sehr pastellig, sehr zaghaft, also es ist noch nicht fertig, das dauert auch ein bisschen. Ich glaube, die Giraffe wird jetzt auch bis zum Ende koloriert. Das heißt, ihr seht jetzt komplett die Schritt für Schritte, bis das wirklich komplett eingefärbt ist. Das ist so übrigens ein Orangeton, von dem ich jetzt gesprochen habe. Da ist mir ein bisschen von der roten Farbe mit rüber gekommen. Deswegen ist das nicht ganz rein orange. Das heißt, ihr könnt auch die Farben oder die Reinkern schon, bevor ihr sie aufs Papier legt, miteinander kombinieren und könnt ihr quasi neue Farben selbst herstellen. Ich benutze die Palette ja schon eine Weile und das ist jetzt das zweite Mal, dass sie mir quasi auf den Boden gefallen ist und ein paar Farben sich halt über den Rand gewagt haben und sie sozusagen die Farbe geändert haben. Ich versuche die Farben, soweit sie da sind, aufzubrauchen und dann wasche ich sie irgendwann komplett aus und die werden dann neu befüllt. Ich habe deswegen auch eine Tabelle da oben auf dem Deckel von meiner Palette. Und da habe ich Nummern draufstehen. Zu den Nummern habe ich eine separate Liste, wo ich aufgeschrieben habe, welche Farbe welche Nummer hat. Und ich habe den Zettel neu machen müssen. Das werde ich wahrscheinlich fürs nächste Mal genauso. Weil auch da manchmal zum Beispiel, ich kaufe auch zwischendurch neue Farben oder ich kriege welche geschenkt und dann wird die Palette erweitert. Also das ist noch alles nicht 100%. Ich habe noch nicht alle Farben von den Distress Reinkern. Es gibt inzwischen auch wieder neue Farben. Die kommen ja inzwischen vierteljährlich, glaube ich, neu ins Sortiment. Komplett neue Farben, die es vorher nicht gab. Da habt ihr bestimmt auch gesehen, da habe ich gerade mit meinem Pinsel ein paar Punkte gesetzt, die eigentlich nicht in den Hintergrund gehören. Also habe ich die ein bisschen mit Wasser verdünnt, ein bisschen abgetupft
und halt geändert. Also ich meine, am Ende des sieht man das eigentlich nicht so krass. Ich werde noch mit Blau, glaube ich, drüber gehen. Aber ihr könnt das halt ändern. Mein Pinsel hat nur ein Härchen, was so blöd absteht, und ab und zu, je nachdem, was ich gerade male, setzt es halt Punkte da, wo ich es gar nicht haben möchte. Aber wie gesagt, man kann alles retten, man kann alles noch verändern. Hier habe ich mit Grau angefangen, den Hut und die Weste zu kolorieren. Und ich denke, ja genau, es ist jetzt schon die Farbe Schwarz. Ich schattiere mir das Ganze so ein bisschen und intensiviere die Farbe. Hier ist wieder mit Blau ein bisschen retuschieren, ein bisschen abändern. Da, wo ich gedacht habe, das sieht ein bisschen nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Hier ist Braun im Einsatz. Das heißt, ich habe das Ganze mit Schwarz, mit Braun und mit Grau verdunkelt, je nachdem, welche Fläche das jetzt war, welche Farbe. Ich habe mit dem Glimmer, wie nennt sich das jetzt, Aquaschimmer, mit Glitzerartikeln jetzt auch den Kragen oder hervorgehoben, und ich habe die Augen schwarz mit einem Fineliner nachgemalt und einen weißen Punkt mit meinem Gelstift gesetzt. Da war jetzt die Giraffe jetzt auch fertig. Und jetzt geht es zum Schäfchen. Bei dem habe ich erst den ja, Hautton quasi simuliert. Ich habe einen hellen Braunton oder stark verdünnten Braunton genommen. Fürs Fell habe ich mich für ein Warmgrau entschieden. Das müsste Pumiceton sein. Ich habe mir wirklich nur den Schatten ein bisschen gesetzt. Das meiste habe ich weiß gelassen. Und da arbeiten wir uns halt auch wieder so ein bisschen Stück für Stück vor und setzen uns da ein bisschen mehr Schatten oder verdunkeln die Stellen, die wir als Schatten haben möchten. Da hatte ich im Ohr auch ein bisschen Blau mit drinne vom Hintergrund, was ich nicht haben wollte. Und ja, insgesamt wollte ich mich auch an den Farben des Giraffen jetzt orientieren. Deswegen habe ich das Geschenk, das linke zumindest, in Gelb mit braunen Punkten entschieden. Irgendwie fand ich das ganz lustig, und ja, das ist so, wenn man einmal beim Kolorieren ist, dann kommen halt so lustige Sachen bei rum. Also würde das Motiv sozusagen alleine stehen, hätte ich da wahrscheinlich komplett andere Farben für genommen. Oder wäre das jetzt ein Motiv für eine Karte? Je nachdem, welche Farben ich sonst benutze, würde ich dann im Motiv integrieren. Ich wollte aber halt nicht so knallige Farben nehmen. Deswegen ist das jetzt auch das zweite Geschenk, zum Beispiel in so einem, ja, Lindgrün oder Sage, glaube ich, nennt sich die Farbe. So ein, ja, ein richtig heller Grünton. Also es ist kein Grasgrün, es ist sehr zurückgenommen, das ist so ein bisschen wie Graugrün. Und für die Streifen habe ich wieder Braun benutzt. Genauso wie für die Schleife von einem rosanen Geschenk. Hier setze ich mit Braun noch weitere Schatten, damit die Haut ein bisschen hervorgehoben wird, beziehungsweise Licht und Schatten so ein bisschen stärker hervorkommen. Wo ist heller, wo ist dunkler? Und ja, das Ganze wird ein bisschen verwischt, damit das nicht, damit die Striche nicht so, wie nennt man das, dass der Übergang einfach fließender ist, damit das schöner ist. Hier setze ich schon mit Schwarz meine Schatten unter die Geschenke, und auch der Horizont wurde jetzt mit Schwarz ein bisschen verstärkt. Genauso wie im Fell jetzt so ein bisschen mehr Schatten, wo ich denke, dass das Motiv halt mehr Tiefe braucht. Da wird halt dann mit Schwarz gearbeitet. Selbst das Geschenkband quasi wird so ein bisschen mit Schwarz, dunkelste Stelle markiert. Hier ist wieder der Nouveau Glimmer Aqua Pen. Damit setze ich mir auch so ein paar Elemente, die halt hinterher richtig glitzern, was natürlich echt nicht einfach ist, im Video aufzunehmen oder auch auf Fotos.
Ja, bei dem Tierchen, da wusste ich nicht genau, ist das jetzt ein Stinktier, ist das jetzt ein etwas anderes? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe jetzt mal so in den Farben oder Farbbereichen eines Stinktieres. Ich bleibe in braun-grau und gehe dann ins Schwarze über und habe einfach drauf losgelegt. Ich meine, es kann auch ein Fantasietier sein, es muss ja nicht wirklich ein bestimmtes Tier darstellen. Ich habe versucht, so ein bisschen das Fellmuster zu imitieren und habe dann halt so Striche gesetzt im Schwanz. Für die Augen und für den Bauch habe ich auch die Farbe Pammeston, das ist so ein Warmgrau, verwendet. Und den Rest, das ist jetzt tatsächlich schwarz. Also ich habe schwarz stark verdünnt und habe das Ganze dann halt als Grundfarbe genommen. Und natürlich auch da immer vorsichtig sein. Schwarz ist natürlich sehr, sehr fies, wenn ihr das quasi konzentriert aufnehmt und aufs Papier bringt, kriegt ihr das teilweise nicht mal mehr verblendet. So extrem ist die Farbe. Die Zwischenstriche oder Streifen vom Fell werden jetzt genauso mit Schwarz schattiert. Das heißt, auch da versuche ich dann mit Streifen so ein bisschen das Muster zu setzen. Das habe ich auch im Gesicht ein bisschen versucht umzusetzen, was gar nicht so einfach war. Weil Schwarz ist halt wirklich sehr, sehr dunkel. Und wenn ihr da nicht aufpasst und das zu dunkel macht, dann kommt alles andere nicht so wirklich raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das erstmal, machen den Rest erstmal fertig und dann gehen wir nochmal mit Schwarz nochmal drüber und setzen uns dann halt die Endfarbe, machen wir dann richtig den Kontrast rein. Hier ist das Geschenk wieder gelb. Also was zum Beispiel, wenn ihr bei einem Motiv nicht sicher nicht sicher seid, was ihr an Farben verwenden wollt. Angenehm fürs Auge ist immer die Kombination aus Rot, Gelb und Blau. Das sind ja sozusagen die Grundvoraussetzungen oder die Grundfarben, aus denen halt alle anderen Farben entstehen. Und wenn ihr zum Beispiel, wie jetzt rosa, habt ihr die Wangen, blau ist der Hintergrund und ihr könnt euch nicht entscheiden, in welcher Farbe nehme ich das Geschenk und es soll aber irgendwie ins Gesamtbild passen, dann ist gelb zum Beispiel, obwohl es nicht meine Farbe ist, halt in dem Fall wirklich eine gute Alternative. Dann wirkt das Bild in sich harmonisch und es passt einfach zusammen. Hier setze ich mit Schwarz stärkere Kontraste und versuche das Ganze zu intensivieren, ein bisschen dunkler zu machen, aber nicht komplett auszufüllen, dass ihr nur noch das Schwarze seht, sondern ich versuche das wieder mit diesen Strichen halt so ein bisschen reinzuarbeiten. Der Schatten kommt in dem Fall von links, das heißt, ich habe die linke Seite etwas dunkler gemacht und versuche dann von der Seite aus dann halt ins Motiv reinzugehen. Damit das halt alles ein bisschen stimmiger ist, wird alles natürlich andere auch angepasst. Da wird auch mehr mit Schwarz halt schattiert, wie jetzt bei dem Geschenkband, was im Grunde eigentlich weiß ist. Aber wie ihr wisst, weiß ist nicht gleich weiß. Das heißt, auch da wird irgendwo ein Schatten zu sehen sein, irgendwas dunkler sein als alles andere. Hier ist auch der Bauch zum Beispiel, der war vorher in einem warmen Grau mit Schwarz abgesetzt und schattiert. Das wirkt dann halt insgesamt harmonischer. So, wie gesagt, die Eule habe ich noch außerhalb des Bildes und ohne die Kamera koloriert. Die habe ich dann halt in Brauntönen gestaltet. Genauso wie jetzt die Endmontage. Ich habe eins fertig gemacht und habe dann die anderen angepasst. Ich habe bei allen Vieren jeweils zwei Seiten abgerundet mit einem Eckenstanzer in Schmal oder Small. Halt die kleinste Größe eigentlich. Und hier ist Pammeston, mit dem und einem trockenen Feuchttuch färbe ich mir halt die Kanten von der Karte ein. Auch die Wimpel, die ich aus einer Buchseite gekurbelt habe, die werden eingefärbt, genauso wie die Kreise. Das ist wieder einen Viertel Zoll, den ich aus Transparentpapier gestanzt habe. Und auch die Sprüche.
Die Sprüche sind übrigens auch von Wiff of Joy. Die habe ich in einem Shopkit, nennt sich das, gehabt. Und ja, ich habe die auf einem Reststück Papier gestempelt und dann halt ausgestanzt. Und zwar ist das eine Wimpel- bzw. eine Bannerstanze von Create a Smile. Und jetzt muss ich halt gucken, wie viel Platz habe ich und in welche Ecke setze ich dann jetzt meinen Spruch, damit das Ganze irgendwie harmonisch wirkt und auch nicht so viel verdeckt, weil ich möchte die kolorierten Tierchen schon als Hauptmotiv haben und die halt nicht abdecken. Ich klebe erst den Banner auf, da wo ich denke, wo ich Platz dafür habe. Teilweise muss ich auch noch was wegschneiden, wie ihr seht. Oder wie jetzt bei der Giraffe, ich hatte so wenig Platz und ich hatte halt drei Sprüche, die nach links ausgerichtet waren und eins, das von rechts kam. Und da habe ich mich entschieden, dann bei der Giraffe den von rechts kommen. Und da steht halt da ein bisschen was über. Fand ich jetzt aber nicht so tragisch. Es hat trotzdem irgendwie insgesamt gepasst. Also erst den Banner aus Buchseite, dann den Kreis aus Transparentpapier und dann kommt der Spruch oben drüber. Und das Ganze wird noch abgesetzt mit jeweils drei Schmucksteinen. Und wie ihr seht, in jedem auf jeder Karte sitzen die etwas anders. Also da könnt ihr wirklich eure Fantasie sozusagen freien Lauf lassen und das Ganze gestalten, so wie es euch gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!